Ich bin der Matthias Fuchs aus Manchester, ein österreichischer Game Artist, der in Manchester lebt und arbeitet. Und mich interessiert die Fragestellung, ob es sowas gibt wie Ludic Interfaces. Das wäre eine neue Kategorie oder ein neuer Typus von Interfaces, der sich unterscheidet von den traditionellen Interfaces, die wir kennen. Zum Beispiel, wenn wir ein Mobiltelefon nehmen und diese 9 oder 10 Knöpfchen da unten drücken. Der traditionelle Typus von Interface, der beruht darauf, dass ich einen standardisierten Typus habe, der sehr effizient ist. Ich kann jeden Mobiltelefonteilnehmer in der ganzen Welt damit erreichen. Jeder weiß, was diese Nummern bedeuten. Ganz egal, ob die Person in China oder in Aserbaidschan oder in Wien lebt. Und das Ding kann ich überall kaufen. Aber die Ludic Interfaces sind Sachen, die die Künstler jetzt vorschlagen, die ganz einmalige Verbindungsgeräte zwischen dem Menschen und der Technologie sind und die speziell gemacht sind für eine bestimmte Situation. Diese Interfaces, die können heiß werden, wenn die Intensität der Kommunikation steigt. Die können flüssig, glitschig sein, die könnten vielleicht vibrieren, die könnten auf mich zurückschlagen, die können irgendwie reagieren. Das ist also ein ganz anderer Typus von einem Interface als das kalte, computerisierte technische Interface. Ja. Ich habe zum Beispiel versucht, mit einem Interface für DJs, das sich Post Vinyl nennt, einen Vorschlag zu machen, wie man als Game Artist die Game Engine benutzen kann, um in einem Club aufzulegen. Aber aufzulegen nicht im Sinne von Vinylschallplatten auf dem Plattenteller, sondern im Anspielen von Musiken in einer Raumstruktur, die das Computerspiel vorgibt. Und diese Performances, die schauen dann so aus, dass ich in dem Computerspiel meine Platten spiele und dass reale DJs neben mir sitzen, die ihre Vinylplatten auf die Technics 1200 legen. Die deine Website. Ah ja. Mehr Informationen zu den Sachen, die ich derzeit entwickle und auch zu Projekten, die mit anderen Künstlern in Zusammenarbeit durchgeführt wurden, finden sich auf http://creativegames.org.uk. Creative Games ist ein Wort, .org.uk.